einer meiner größten Kürbisse, der genetisch veranlagt ist, 1200 Kilo schwer zu werden. Aber bei mir wird er so groß nicht, da ich kein Gewächshaus benutze. Aber diese Art von Kürbis, die braucht eine Grundfläche von ca. 80 bis 100 Quadratmeter, guter, durchlässiger Boden, Südseite, also das heißt viel Sonne. Und ja, für mich ist das ein Kürbis für unser Hoffest zu Dekozwecken, um unsere Gäste zu überraschen von dieser Größe eines Kürbis. Tantum Verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Herzlich willkommen auf dem Hitscherhof. Der Hitscherhof gehört zur Gemeinde Maßweiler, liegt in Rheinland-Pfalz in Deutschland. Rheinland-Pfalz ist ein waldreiches Gebiet, Pfälzer Wald heißt die Region. Unser Betrieb gibt es schon über 300 Jahre, die Familie Fischer auf dem Hitscherhof. Wir produzieren Rollrasen, Kürbisse, Zuckermais und Blumen. Sie sind jetzt im Hofladen. Wir verkaufen über 5 Wochen eigene Produkte, die wir selbst herstellen. Marmelade, Backmischung und Kürbisbratwurst und eine große Auswahl an Kürbissen. Circa 30 Sorten Speisekürbisse und sehr viele kleine Kürbisse zur Dekoration im Herbst und Richtung Halloween, das findet am 31. Oktober statt, haben wir unseren Hof immer schön dekoriert. Es ist eine Reise wert, in die Westpfalz zu kommen, die Region zu besuchen, das Herbstlaub zu genießen und hier die Kürbisse in der Vielzahl zu betrachten. Unser größter Kürbis ist 400 Kilo, der am Hof ausgestellt ist. Wir heißen Sie herzlich willkommen, im Herbst auf den Hitscherhof zu kommen, zur Familie Fischer. Mein Name Daniel Fischer. Ich begrüße Sie alle recht herzlich, wenn Sie dann ankommen.